Samsung hat sein Galaxy A5 aktualisiert. Links das neue 2017er Modell und rechts in weiß das vom letzten Jahr. Und in diesem Video werden wir uns mal anschauen, was die Unterschiede sind. Also was hat sich da getan, so unter der Haube und auf der Haube. Und es gibt erste Testergebnisse, Akkulaufzeit und Prozessorleistung. Fangen wir mal mit der Optik an, weil insgesamt ist die jetzt nicht so extrem unterschiedlich. Aber wenn man sich die Rückseite hier mal so anguckt beim weißen Modell, das war noch mehr kantig und so ein bisschen, ja, noch mehr Glasfeeling. Das ist jetzt ein bisschen matter geworden hier, obwohl weiterhin so glatt und insgesamt vom Feeling her schon ziemlich identisch. Und auch was diesen Metallrahmen betrifft ringsrum, den konnte man ja hier auch so ein bisschen von der Vorderseite aus so erkennen. Das ist jetzt hier etwas anders geworden, wenngleich weiterhin Metall ringsrum. Also insgesamt ein bisschen anders, aber nicht wirklich signifikant. Auch die Maße identisch, 71 mm weiterhin. Ist mit 146 mm ein Millimeterchen jetzt höher. 7,8 statt 7,5 von der Dicke her, merkt man nicht wirklich, genauso wie das Gewicht, das jetzt 159 Gramm ist statt 155. Also da braucht man schon eine Waage, um das zu merken, dass da jetzt 4 Gramm draufgekommen sind. Und nicht zuletzt, es ist halt auch wieder das identische Display, muss man sagen. Also es ist weiterhin 5,2 Zoll, 132 mm, weiterhin 1080 x 1920 Pixel und damit auch die absolut identische Pixeldichte, Schärfe 278 Pixel pro Quadratmillimeter oder 424 ppi. Das ist jetzt kein neuer Rekord, ist schon klar, aber immerhin 5% überm Durchschnitt. Also kann man sehr, sehr gut mit leben, möchte ich meinen. Es ist auch weiterhin Super AMOLED mit Diamond Matrix. Wir können mal hier reingehen. Das ist jetzt ein grauer Hintergrund. Beide stehen übrigens auf maximale Leuchtkraft hier, Automatikmodus ist rausgenommen. Trotzdem kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es wirklich gleich hell ist. Ich habe es natürlich gemessen. Hier sind es 638 Candela pro Quadratmeter in der Displaymitte. Genau hier waren 639, mein Gott. Allerdings muss man immer dazu sagen, im Sunboost-Modus. Hier oben sieht man es besser, auch hier vorhanden. Das sind so kleine Sensoren, die die Helligkeit der Umgebung messen. Und wenn ihr merkt, okay, Sonnenlicht beispielsweise, dann dreht der richtig auf bis auf besagte 638 Candela pro Quadratmeter. Falls nicht, so wie jetzt hier beispielsweise, sind es 402, auch wie so beim Vorgänger hier. Und das reicht dann auch völlig aus. Für OLEDs ist das 54% überm Durchschnitt. Und selbst für LCDs wären 638 Candela wirklich super. Also kann man bestimmt auch draußen hervorragend ablesen. Das Display ist erste Sahne, auch wenn es jetzt irgendwie nicht QHD hat. Aber es ist auch mal eine Frage der Energie. Kommen wir dann, wie gesagt, am Ende des Videos drauf zu sprechen, auf die Akkulaufzeit. Ich gehe mal weiter durch, was die Specs betrifft, nämlich die Kamera. Da hat sich insbesondere auf der Front enorm was getan. 5 Megapixel waren es ja hier noch und jetzt 16 Megapixel, weiterhin lichtstarke f1,9 vom Blendenwert her. Also sehr, sehr schön. Auf der Rückseite ebenfalls f1,9. Da waren es hier noch 13 Megapixel und hier beim neuen sind es jetzt 16 Megapixel. Videos vorne wie hinten in Full HD. Aber ob sich jetzt der Sprung hier von 13 auf 16 Megapixel so enorm bemerkbar macht in der Qualität, das müssen wir dann mal im finalen Test sein. Kann ja sein, dass ein anderer Sensor auch drunter steckt, auch im Sinne von andere Qualität, andere Software, andere Image-Prozessor und. Da gibt es ja viele Komponenten, die die Bildqualität beeinflussen. Das werden wir uns dann im finalen Test mal ansehen. Das ist ja hier als Video erst immer nur mal der erste Eindruck. Der Test kommt wie immer so schnell wie möglich auf meiner Website mobiwatch.de als Text. So, Kamera haben wir abgehakt, dann kommen wir zur nächsten Abteilung und das ist insbesondere natürlich auch LTE und Co. Da hat sich nichts getan, weil auch der Vorgänger hatte schon 300 Megabit pro Sekunde, das ist hier auch wieder der Fall. Allerdings ist neu hinzugekommen jetzt Wireless LAN AC. Das hat das 2016er Modell noch nicht gekonnt. NFC war auch schon hier an Bord. Und Bluetooth nun mit 4.2 statt 4.1. Das macht schon durchaus einen Unterschied, möchte ich meinen, weil von 4.1 zu 4.2 hat sich doch einiges getan. Also insbesondere Datenrate hoch, Stromverbrauch runter, ein bisschen höhere Sicherheit und so weiter. Also das wird sich schon bemerkbar machen, möchte ich meinen. Also gerade wer beispielsweise oft einen Bluetooth-Kopfhörer benutzt oder irgendwie sowas, der wird wahrscheinlich da schon mal einen Unterschied merken, könnte ich mir vorstellen.
Fingerabdrucksensor hier natürlich sowieso, mechanische Home-Taste, wie wir das kennen von Samsung. Da hat sich jetzt zumindest hier bisher, mal gucken, was das S8 so bringt, hier jedenfalls noch nichts getan an dieser Stelle. Das ist alles gleich geblieben, außer dass es jetzt mit Android 6.01 ausgeliefert wird. Ich glaube, worauf die meisten von euch abfahren werden, ist, dass jetzt das neue Modell IP68 hat. Das heißt, ganz offiziell geschützt vor Staub und Wasser. Das heißt so 1,5 Meter, 30 Minuten. Ich würde es jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber bedeutet in der Praxis einfach, man kann es auch mal ins Waschbecken oder sowas plumpsen lassen. Zufällig natürlich jetzt bitte nicht absichtlich ausprobieren, aber dann sollte das eigentlich überstehen, was halt beim Vorjahresmodell jetzt noch nicht so wirklich der Fall war. Haben jetzt hier unten USB 2.0 ist es geblieben, aber der neue Typ C-Stecker. Es war hier noch dieser Typ B und vor allen Dingen natürlich auch Micro-SD-Karte. Die wird jetzt auch bis 256 statt 128 offiziell unterstützt, aber meistens funktioniert das ja sowieso. Aber jetzt hat man sozusagen die Sicherheit. Vor allen Dingen aber der interne Speicher, der hat sich mal kurz eben verdoppelt von 16 auf 32 GB und vor allen Dingen netto 9,6 auf 20,3. Ich glaube, damit kann man jetzt arbeiten, selbst ohne Micro-SD-Karte im Worst Case. Also von daher, das ist, glaube ich, schon mal ein enormer Unterschied in der Preisklasse. Auch mindestens jetzt, würde ich mal sagen, erforderlich. Der hat sich übrigens nicht geändert, der unverbindliche Preis. Weiterhin 429 Euro. Gut, jetzt nach einem Jahr 269. Das macht natürlich einen Unterschied. Aber das hat ja auch mal bei 429 begonnen. Und das finde ich dann für die ganzen Neuerungen wirklich stattlich. Zumal auch der Prozessor ist ein neuer, ist jetzt der Exynos 7880 statt 7580. 8 Kerne sind zwar geblieben, jetzt aber 1,9 statt 1,6 GHz und anderes Grafikmodul, die Mali T830 mit 3 Kernen und hier jetzt noch war es die T720 mit 2 Kernen und 3 statt 2 GB Arbeitsspeicher. Das merkt man dann natürlich durchaus. Ihr wisst, ich mache da immer mehr als 50 Einzelwerte, eine Gesamtwertung und da liegt das letzte Jahresmodell aktuell 25% unterm Durchschnitt. Das ist natürlich schon heftig. Hier das neue jetzt 5% darüber. Es hat sich also glatte 30 Prozentpunkte verbessert. Und damit dürften vor allen Dingen auch Gamer jetzt deutlich besser klarkommen oder alle, die ein bisschen mehr Power brauchen. Also für Otto-Normalnutzer reicht 5% über dem Durchschnitt, weil der Durchschnitt ist enorm hoch inzwischen. Reicht das locker? Wir werden uns natürlich im finalen Test auch nochmal angucken, wie dann beispielsweise Dead Trigger 2 oder sowas damit fungiert. Das ist ja jetzt, wie gesagt, nur der erste schnelle Eindruck hier an dieser Stelle. Dann jetzt natürlich ein bisschen auch zur Software. Da wollte ich euch beispielsweise mal hier die Einstellungen zeigen, weil da hat sich enorm was getan. Die fand ich bisher immer ein bisschen sehr lang und insbesondere sehr bunt, auch wenn sich da schon im Vergleich zu ganz früher schon ordentlich was getan hat. Aber hier hat man jetzt viel zusammengefasst, Verbindungen beispielsweise. Das ist jetzt dieser komplette Block, da sieht man es am offensichtlichsten und hier dann auch deutlich übersichtlicher. Sehr schön auch, dass man hier unten immer findet, suchtest du was anderes? Also haben wir hier erweiterte Funktionen, keine Ahnung, Smart Alert, da hat man jetzt beispielsweise diese Einstellungen drin oder Gerätewartung, das möchte ich euch auch unbedingt nochmal zeigen, weil hier hat man Akku, Speicher und so weiter zusammengefasst und auch hier, na in dem Fall jetzt nicht, nee, aber bei den meisten Punkten dachte ich eigentlich, hätte sich da was getan, dass man eben halt unten drunter, genau hier zum Beispiel, was Passendes hat. Meintest du Smart Stay und dann kann man halt gleich dahin springen. Solche Sachen, das finde ich äußerst praktisch. Und wie gesagt, Gerätewartung, das war so ein anderer Block, wo man zusammengefasst hat. Und der offenbart dann nämlich auch, dass jetzt der interne Speicher doppelt so dick ist. Hatte ich euch ja schon gezeigt und deswegen jetzt hier nochmal der Beweis 32. Jetzt habe ich hier schon einiges drauf installiert, deswegen bleiben netto gerade mal 16 davon übrig. Aber wie gesagt, da ist jetzt schon einiges an Testdateien mit drauf. Ja, also da hat sich ordentlich was getan unter der Haube und vor allen Dingen, was ich auch sehr pfiffig finde, ist, jetzt muss ich mal kurz nehmen wir das hier beispielsweise, eine App von mir hier drauflegen, weil man kann das zwar auch bei anderen vorinstallierten Apps machen, das ist jetzt nicht Force Touch, versteht mich nicht falsch, also da ist kein Ding drunter, einfach nur gedrückt halten und dann kommt so ein kleines Pop-Up-Fenster. Da allerdings sieht man dann nur bei nachträglich selbst installierten Programmen die komplette Auswahl, also zum Beispiel halt App-In.
Info deinstallieren oder in Standby versetzen. Das heißt also aus dem RAM rausschmeißen. Und wenn man hier zum Beispiel App-Info klickt, dann sind die Berechtigungen etwa auch nur noch einen Klick entfernt, wo man halt schnell mal einstellen kann, soll jetzt das können oder nicht können oder dürfen oder nicht dürfen. Finde ich äußerst praktisch. Ohne dass jetzt zusätzliche Technik da irgendwie drauf wäre, die kostet, Preis in die Höhe treibt und natürlich auch Batterie, Strom verbraucht. Und trotzdem, es ist dasselbe Prinzip. Einfach gedrückt halten und naja, irgendwie wackel ich da jetzt offenbar. Genau, das wollte ich euch sagen. Also wenn ihr das hier ab dieser Stelle gedrückt haltet und dann bewegt, verschwindet das. Und dann habt ihr die gewohnte Möglichkeit, verschieben oder eben jetzt hier vom Homescreen entfernen. Äußerst praktische Nummer, das ging halt hier beim Vorgänger noch nicht. Und hier kann man das eben halt sehr schnell mit allen Apps, die wir machen. Und dann ist halt kontextabhängig, was dann anschließend an Auswahlmöglichkeiten hier geboten wird. Sehr, sehr schöne Idee. Auch die Einstellungen gefallen mir deutlich besser. Und last but not least, ihr habt hier den Always-On-Bildschirm. Weil ihr erinnert euch, AMOLED, alles was schwarz ist, verbraucht null Strom. Das hier ist so ein dunkles Grau. Also da spricht man von weniger als 1% der Akkulaufzeit, die dieser Always-Standby-Bildschirm hier verbrauchen soll oder reduzieren soll. Und ihr werdet gleich sehen, das kann man locker investieren. Zumal ich glaube, in der Praxis sogar wird es weniger Energie verbrauchen, weil man halt nicht immer das komplette Display anschmeißen muss, um zu sehen, wie viel Uhr ist es, ist irgendeine neue SMS eingegangen. Das kann man halt alles konfigurieren, was dann hier erscheinen soll, Termine oder sowas. Deswegen glaube ich wirklich, dass es insgesamt eine sehr, sehr gute Idee ist. Man kann es natürlich, wenn man es nicht mag, durchaus auch komplett deaktivieren, schon klar. Ja, und damit zum letzten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt für euch, Akkulaufzeit. Ist natürlich wieder fest verbaut, das kennen wir ja heutzutage leider Gottes. 3000 statt 2900 mAh, also gerade mal 100 mAh mehr. Und da dachte ich, naja, da wird schön was bei rauskommen, aber was habe ich mich da getäuscht? Ihr wisst, ich mache da immer Laufzeittests, Videowiedergabe, 200 Candela und so weiter. Hier das Vorjahresmodell 646 Minuten, das ist 27% über dem aktuellen Durchschnitt, also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und hier das aktuelle kommt auf 738 Minuten unter identischen Umständen, 45% über dem Durchschnitt, also 14 Prozentpunkte nochmal verlängert von ohnehin schon gut zu sehr gut sozusagen. Und mit 45% über Durchschnitt. Also ich glaube, damit kommt jetzt wirklich jeder, selbst Intensivnutzer über den Tag, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht, wie gesagt, hier auf voll dreht und dann noch Sonnenlicht drauf und GPS und Wireless LAN und Bluetooth und NFC und keine Ahnung, Navigation damit vielleicht noch macht den ganzen Tag über, dann vielleicht. Aber Otto Normalnutzer mit vernünftigen Einstellungen und so weiter wird da locker über den Tag kommen, möchte ich meinen. Und das ist ja der ganze Sinn der Sache. Bedeutet also unterm Strich, es hat sich doch einiges getan, Akkulaufzeit, dann 16 Megapixel vorne, 16 Megapixel hinten, 30% besserer Prozessor, doppelte Speicherkapazität oder wenn man es netto nimmt, 9,6 auf 20,3 sogar mehr, Wireless LAN, AC, Bluetooth 4.2 und IP68 und die Softwareneuerungen und das dann zum identischen Preis von 429 Euro, also unverbindliche Preisempfehlung. Damit hat eben halt auch das A5 von einem Jahr gestartet, inzwischen bei 269 Euro. Das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Das heißt, man muss sich gut überlegen, brauche ich das alles oder kann ich da einfach Geld sparen? Aber wenn ich so aufs Geld achten muss und sage, egal, oder ich habe subventionierten Vertrag hier, da brauche ich was Neues, dann würde ich natürlich definitiv zum 2017er als zum 2016er greifen, weil das ist schon deutlich mehr, was sich da getan hat. Von daher finde ich das sehr sportlich und fair von Samsung, dass man da nicht draufgeschlagen hat beim Preis. Gute Sache das. Alles Weitere dann im finalen Test, wie gesagt, als Text immer auf meiner Website mobiwatch.de so schnell wie möglich. Ich danke euch fürs Zuschauen, möchte euch abschließend noch bitten, seid doch noch so freundlich, dieses Video zu bewerten und vielleicht lasst ihr ja auch ein Abo da und eure Meinung in den Kommentaren. Dafür bereits im Voraus ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald. Ciao.